Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Business, Beziehungen und Sex. Viel Spaß. Weltknuddeltag, Hug Day. Herzlich willkommen beim Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Und ja, wusstest du, dass am 21. Januar 2020, also am diesen Dienstag oder letzten Dienstag, der Podcast hier geht ja am Donnerstag, den 23. online 2020, dass am 21. Januar der Weltknuddeltag war oder Hug Day. Und der wurde eigentlich 1900, lass mich kurz nachsehen, vor 34 Jahren, 1986, wurde der ins Leben gerufen. Und zwar ist da der Adam Olis und der Kevin Zaborney hingegangen und haben gesagt, hey, in der heutigen Welt sind sie so schnell unterwegs und wir haben zwischen der Fest der Liebe, der Weihnachten und dem Valentinstag haben wir gar keine Verbindungen mehr. Und da sind sie auf die Idee gekommen, dass man den Weltknuddeltag ins Leben ruft. Oder einfach den Knuddeltag. Und so ein Knuddel oder Umarmung, einfach der Hug, das englische Hugging, ist etwas sehr Besonderes. Und zwar ist es nämlich so, dass wenn man sich umarmt und herzt, dass das Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Ein cooles Wort. Oxytocin ist das sogenannte Bindungshormon. Und das wird besonders bei den Müttern und den Kindern beim Stillen fabriziert. Und da wird auch die Kind-Mutter-Beziehung entsprechend gestärkt. Also du siehst, dieses Hormon, das Oxytocin, hat einen wesentlichen Bestandteil in unserem Leben. Ja, und das hat ja nicht nur damit zu tun, dass es jetzt einfach dann vorbei ist. Wir alle umarmen uns gerne, besonders wenn wir eine Liebste oder einen Liebsten haben, den wir gerne umarmen. Jetzt hat es aber einen kleinen Haken. Damit das Oxytocin auch ausgeschüttet wird, hat man herausgefunden, dass man nur 9 Sekunden sich umarmen sollte. Aber halt mal jemanden 9 Sekunden, den du gerne hast, im Arm. Da wirst du merken, das geht ziemlich lange. Einfach mal umarmen, auf 10 zählen und dann ist die Wirkung des Oxytocin da. Und es wurde sogar von der Universität in Wien auch anerkannt, dass es nämlich etwas Gesundes ist. Also die Medizinische Universität Wien hat herausgefunden, in der Hirnforschung, dass das Oxytocin durch die Umarmung einen wesentlichen Bestandteil hat, auch im Gesundheitswesen. Wie oft umarmst du auch deinen besten Freund? Und nicht irgendwie so quasi, hey, kurz mal umarmen, Rücken klopfen, 2-3 Mal und damit hoch, sondern hast du schon mal deinen besten Freund mal 10 Sekunden umarmt? Mach das. Das schafft enorme Verbindung. Aber warnt ihn auch ein bisschen vor und sagt, hey, komm, wir probieren was aus. Wir probieren was aus, diese 10 Sekunden Umarmung.
und auch mit deiner Partnerin. Und besonders, wie gesagt, die Vaterschaft ist ja das Thema des 2020 vom Neandertaler Talk. Mach das mit deinen Kindern. Dass du deine Kinder einfach richtig umarmst. Und da wirst du merken, wie es dir ans Herz geht. Die letzten Podcasts hast du sicherlich bemerkt, dass da auch einiges in meiner Seele schlummert und auch viel Öffnung passiert ist. Und ich kann dir eins sagen, seit ich mir noch mehr damit befasse, Mann sein, Gefühle zeigen, Emotionen haben, aber trotzdem den kernigen Mann in sich halten, denn der Vater sein, das ist ja das, um was es geht. Und dass das Knuddeln, das Umarmen, einander umarmen, ein sehr, sehr guter, schöner Teil davon, ohne dass man sich unmännlich fühlen soll. Eine echte, lange Umarmung, die ja auch mehrere Minuten sein kann, die hat heilende Wirkung. Deshalb, auch wenn der Weltknuddeltag am 21. Januar war, 2020, und das jetzt hörst am 23. Januar oder vielleicht auch später. Nimm diesen Tipp mit, einfach einen Menschen, den du ausgewählt hast, zu umarmen, der auch umarmt werden möchte, ganz klar. Aber dass man auch denkt so, hey, komm in meine Arme und sag ganz, jetzt nehme ich dich für 10 Sekunden in den Arm. Und die meisten werden es genießen. Auf der Homepage, beziehungsweise auf dem weltknuddeltag.de Homepage, ich mache noch den Link in den Shownotes, kannst du alles nachlesen, dass die Hirnforschung der Medizinischen Universität von Wien das herausgefunden hat, dass das auch eine gesundheitliche Auswirkung hat, dass es um das Oxytocin natürlich entsprechend handelt, was die entsprechenden Auswirkungen sind, dass es ein Botenstoff der Liebe ist, für Treue, Glück und Kuschelhormon bezeichnet wird. Und es muss nicht immer nur mit dem Sex verbunden sein, sondern einfach auch mal bei sich mit einem anderen Partner zusammen sein. Ja, Orgasmus schüttet natürlich das Oxytocin natürlich auch aus. Neben der dazu natürlich nochmals dazu freigesetzten Dopamin. Und so steigert sich natürlich das Wohlbefinden noch zusätzlich. Also ran an das Oxytocin und an das Dopamin und genieße die Umarmungen, genieße deinen Knuddel, genieße das Hugging. Es muss nicht nur am Hugging Day sein oder am Weltknuddeltag, sondern schau, dass du zu jeder Zeit jemanden oder einfach deine Kinder jeden Tag mindestens für 10 Sekunden einfach umarmst. Ja, ein Tipp für Väter und wenn du eine Mutter bist, natürlich auch. Gerne kannst du auf den Shownotes ein kostenfreies Gespräch mit mir haben. Das offeriere ich dir. 30 Minuten kostenfrei, bei dem du komplett meine Aufmerksamkeit zu deiner Verfügung hast. Um Tipps, Tricks von mir holen, abholen kannst, um einfach genießen, was es heißt. Vaterschaft, Sohn und vielleicht einfach als Alleinerziehender oder Erziehende von einem Sohn ein paar Tipps und Tricks abholen kannst. In diesem Sinne, genieße das Wochenende. Viel Spaß. Tschüss.